gehe erstmal zum Nexus zurück. Das, was da liegt, das nehme ich gleich. Mischte Dämonenseele, okay. Oder war es das schon hier? Weil gibt es hier keinen Erzdämon? Kann ich ein Level steigen? Ich brauche 20.000. Da kann ich ja, da habe ich ja was. Da kann ich hier die mal alle. Da habe ich immer noch keine 20.000. Ich mache mal die alle. Immer noch keine 20.000. Wie viel sind denn hier von einer? 800. Da mache ich nochmal hier die zwei. Die gemischte Dämonenseele, die muss ich noch weglegen. Mit dir wollte ich nicht reden. Kondition oder Vitalität? Ich würde sagen Kondition, ne? Aber ich nehme gleich noch mal ein paar Seelen. Erstens, um meine Rüstung zu verbessern. Und noch mal ein paar Halbmondgräser zu kaufen. So. Zum Glück, ich war krank vor Sorge. Die kann dann weg, die gemischte Dämonenseele. Wir stehen in eurer Schuld. Ich kann euch. Ich wollte meine Rüstung reparieren, nicht upgraden. Bleibt bloß am Leben. Ich brauche. Und dann nochmal ein paar Patches und ein paar Halbmondgräser, um vielleicht nochmal ein paar zunehmende Mondgräser zu kaufen. Habe ich noch was davon über? Nein, natürlich nicht. Und dann machen wir das, was wir immer machen, wenn wir einen Dämon besiegt haben. Die springen vom Dach. Also nicht wirklich vom Dach, aber ich frage mich, ob das schon hier reichen würde. Ich denke mal ja. Ja, bei deiner Menschlichkeit, genau darum geht's ja. Ich will kein Mensch sein und dann die Welttendenz in den Keller ziehen. Darum geht's ja bei der Sache, dass ich hier Selbstmord begehe. So. Dann machen wir direkt weiter in Latria, wenn das überhaupt geht, weil da habe ich nicht wirklich einen großen Elfenbeinturm, großen Weg gesehen, wo es weitergeht. Aber wenn, dann ist da sowieso nur der Erzdämon und der wird ja nicht allzu stark sein. Ah, hier gibt es einen Weg. Okay, gut, dass ich ihn gesehen habe und so. Ich habe gedacht, mich holen wieder hier die Dingens, die, wie heißen sie? Oh. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wie heißen sie nochmal? Die Gargoyles holen mich ab. Oh. Das sieht aber nicht gesund aus. Aber wer braucht denn so viele Stühle? Was ist das denn? Oh! Der Turbanmann. Also hier kriegt man die Ausrüstung, so wie es aussieht.
Ja, auch immer das war. Ach, hier kommen ja noch Gegner. Das bin ich halt nicht gewohnt. Hallo? Ja, bei den anderen Wegen zum Erzdämon kamen auch keine Gegner mehr. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Schwarze Phantom ist eingedrungen. Es kann aber gar nicht sein, mein Freund. Ich bin kein Mensch. Wieso versuche ich das abzuwehren? Oder ist mit dem schwarzen Phantom das Vieh gemeint? Aber das sah aus wie ein Spielername. Deswegen bin ich so ein bisschen verwirrt. Das kann ja gar nicht sein. Weil... Das kann nicht sein, weil ich bin kein Mensch. Scheiß die Wand an. Okay, das finde ich sehr merkwürdig. Ja, wir kennen's. Dass hier einfach Gegner kommen. Wahrscheinlich kommt kein richtiger Boss, sondern wirklich nur das schwarze Phantom. Und ich habe voll die beschissene Waffe hierfür, weil hier so enge Gänge sind. Hier wird wahrscheinlich das schwarze Phantom wieder eindringen, ne? So wird das wahrscheinlich sein. Schwarze Phantom SO3E ist eingedrungen. Er sieht halt aus wie ein Spielername, ne? Deswegen bin ich halt verwirrt gewesen, aber es ist, glaube ich, wirklich ein NPC-Phantom. Weil er ja auch noch so ein Smiley drin ist. Zum Glück bin ich nicht menschlich, sondern dann hätte ich nämlich die Tendenz ganz schön in den Keller gezogen, aber hier kann man wirklich scheiße kämpfen, weil das so ein enger Kackgang ist. Ich meine, die Viecher sind jetzt nicht das Problem. Da kann ich... Nein, ich kann meine schnellen Schläge nicht hier raushauen. Sondern nur meinen langsamen Überkopfschlag. Aber der klatscht dann wenigstens noch nur gegen. Deswegen benutze ich den ja auch die ganze Zeit, aber ist alles scheiße hier. Moin. Scheiß die Wand an. Ich frage mich, wo dieses Phantom wartet. Ich hoffe mal ganz oben, weil ich möchte hier wirklich in den engen Gängen nicht gegen das Phantom kämpfen. Ich
bin zwar gerollt, aber scheint ja egal zu sein. Also das scheint ja auch egal zu sein, dass ich da noch am Boden lag. Ja, also das Spiel ist ein bisschen... Es ist halt Demon's Souls. Zu sagen, es ist unfair, ist einfach zu sagen, ja, es ist Demon's Souls. Es hat halt seine unfairen Momente. Aber so schwer, so einfach wird dann dieser Erzdämon nicht zu besiegen sein, weil das ja anscheinend dann ein schwarzes Phantom ist. Und schwarze Phantome sind ein bisschen schwer zu besiegen, weil sie halt wie Spieler funktionieren. Also auch parieren können und backstabben und den ganzen Spaß. Ich hab gerollt, aber es scheint dem Spiel egal zu sein. Komm, hau nochmal! Ah, ich habe keine Ausdauer mehr gehabt. Ich habe auch nicht so was wie Magieresistenz, ne? Also so ein Ring oder sowas. Konnte ich die schon immer backstabben? Wenn ja, dann ist das das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Okay. Ich glaube, ich nehme schon mal... Nehme ich das Vollmondgras? Nein, ich nehme erst noch das Halbmondgras. Zum Vollmondgras kann ich immer noch wechseln. Alter Mensch. Kann ich den backstabben einfach? Okay. Der scheint ganz schön stark zu sein. Ich habe zwar mein Schild draußen gehabt, aber es scheint dem Scheiß egal zu sein. Ich habe ihm keinen Schaden gemacht bis jetzt. Das ist doch der Spielername. Okay. Also ist... Wieso hockt der da in der Gegend rum? Das eine Phantom. Fucking Stühle. Fucking Speer. Hatte der nicht gerade eben noch eine Hellebarde oder sowas? Ist das wirklich ein Mensch? Ich glaube, das ist wirklich ein Spieler, ne? Kann es sein? Der den Hut auf hat und dann
glaube nicht, dass das... Oh Gott. Na, also, dass das wirklich ein... Ich hasse ja, gegen Spieler zu kämpfen, ne? Weil er mich auch manchmal trifft, obwohl er gar nicht treffen kann, denke ich einfach, dass das die geile Internetverbindung ist. Also ich glaube, das ist wirklich ein Spieler. Wie viele Waffen hat der Typ denn? Das war auch gemein, ein... Scheiß die Wand an. Ein Spieler als Bosskampf hinzustellen. Wenn das wirklich ein Spieler ist. Oh Gott. Ist das ein Spieler? Scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an. Es sind wirklich Spieler. Deswegen sind hier auch Gegner, damit es genug Zeit ist, dass hier Spieler sich einloggen. Scheiß die Wand an. Aber ich habe, glaube ich, was Besseres zu tun hier, als gegen Spieler anzulaufen. Deswegen werde ich hier auch bald, glaube ich, Feierabend machen. So auch überhaupt mit der Aufnahme für heute. Was passiert denn, wenn ich offline spielen würde? Dann würde einfach nur ein NPC-schwarzes Phantom kommen, ne? Ein gegnerisches schwarzes Phantom, also... Wie hat das mich denn noch gepackt? Tschüss, Geburts.
Anscheinend kommen aber gerade keine Spieler rein. Scheiß die Wand an. Ich habe auch die falsche Taste gedrückt. Gerade ist echt kein Spieler reingekommen, ne? Habt ihr es gemerkt? Was für ein Scheiß. Ich denke mal, wenn man den Hut trägt, kann man sich hierhin teleportieren lassen und dann den Bosskampf machen als Boss. Gehe ich mal stark davon aus, dass das so funktioniert. Komm, hau rein. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Aber was dem da alles zur Verfügung steht, der hatte drei Waffen, der hatte einen Speer, der hat eine Hellebarde und noch ein Schwert. Und dann hatte er noch Magie und keine Ahnung was alles. Alter Mönch. Das ist diesmal kein Spieler, weil hier keine Spielernamen stehen. Aber vielleicht kann mittendrin ein Spieler übernehmen, das weiß ich ja nicht. Ausweichen. Oh Gott. Nein. Ich wollte nur das Schild hochnehmen. Das ist ein bisschen cheap. Aber ich kann kein Spieler besiegen, also die sind alle besser als ich. Alter Mensch, Trophäe. Naja. Das war ein bisschen billig. Aber die Idee finde ich cool, dass... Boah, wie viele hier kämpfen. Dass man gegen einen Spieler als Boss antritt. Aber das kriege ich halt nicht hin. Ohne Dämonenseele. Das kriege ich ja nicht. Drunsa von Yomeda. Ne, das hätte ich nicht hinbekommen. Ich habe meine ganzen schönen Halbmondgräser wieder verballert. Ich gehe nochmal in Kondition. Ich dachte, ich wäre schon eben auf 30 gewesen, aber naja. Seid ihr fertig? Für den Rest kaufe ich Halbmondgräser. Euch habe ich schon lange. Nein, 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 nichts zu danken. Na, was ist das? Neumondgras, Ring der Katze. Stellt die TP vollständig wieder her. Das ist neu. Ring des Dufts habe ich schon. Ich glaube, das Neumondgras ist wirklich das Neueste, was er hat. Sag mal was über. Ja, ich kann nochmal ein zunehmender Mondgras kaufen. Ja, ich bin gut. Bedankt euch später. hier. Dunkelmondgras habe ich auch. Okay, dann ist das Einzige, was noch übrig bleibt, das Sumpfgebiet und dann halt der Rest von Boletaria, den Palast.
Aber ich denke mal, das ist dann Finale. Deswegen will ich hier weitermachen. Beim nächsten Mal. Weil ich habe gerade keine Lust mehr. Mich hat gerade so der Latria hat mich gerade so ein bisschen genervt. Der Menschenfresser, die zwei, die haben schon gut genervt und dann, dass da ein Spieler als Boss da auf mich wartet, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe halt gemerkt, dass er auch am Anfang sehr gut mich gewinnen hat lassen. So ein bisschen. Und dann ist er voll aggressiv geworden und hat mich einfach weggemacht. Weil ich auch am Anfang nicht gerafft habe, dass das ein Spieler war. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Was mache ich hier für Sachen? Ich drücke irgendwelche Knöpfe. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis demnächst.